Hallo, willkommen zu einer weiteren Folge meiner Diamant Promo. Wir spielen Kindred Midlane gegen Syndra. Ich hoffe wie jedes Mal, dass wir keine Fehler bekommen. Oder dass der Jungler mich nicht campt. Warum ich Feuer auf Battle mit habe? Ja, und das, obwohl ich der Meinung bin, dass Feuer auf Battle auf Kindred komplett scheiße ist. Wenn man einfach keine guten AD-Scalings hat. Ich sage nur deshalb. Weil wenn ich Kindred Midlane spiele, ich jedes Mal Favorit genommen habe und es jedes Mal gut war. Einfach weil man ein besseres Trade hat, besseres Trade-Potenzial hat, man in der Midlane viel öfter tradet. Wie es jetzt mich flamed. Muted, ja. Ach ja, ist ein bisschen kalt. Ich spiele auch das erste Game heute. Puh, was eigentlich komplett dumm ist, aber. Yeah. Oh. Okay, wen hast du denn? Mit war? Schlimm ist dann Favor. Es wird nur einmal geburkt. Und dann können wir es auch nur hier. Hier. 0,37 Mal in der Sekunde machen. Porken. Und ich habe die falsche Mastery Rune mitgenommen. Beziehungsweise ich habe neue Runen ausprobiert. Für andere Champions, für Support. Und dann vergessen umzustellen. Zurück auf meine Kindertruhen. Ich benutze ein Rot und Essenzen voll der Attack Speed. Das Vorteil an Syndra ist, dass wir starke Autotex haben. Okay. Gut reagiert. Und ein weiterer Vorteil der Midlane ist so Botlane. Wir können besser uns die Camps angucken und auch machen. Botlane wird gegankt. Unlucky. Oh. Und das war sogar Flash. Wolf, what the fuck, Wolf? Warum macht der Wolf nichts? Ja, lol, unfair. Wurde gerade vom Wipe-Bug getroffen. Als ob der mich nicht bemerkt hat. Ist ja dumm. Den Jungle Camp habe ich jetzt auch früher gemacht. Beziehungsweise wäre schnell fertig gewesen. Hätte der Wolf angegriffen. Ja. Dadurch hätte ich auch nicht. Okay, ich habe eigentlich so gut wie gar nichts verloren. Wir sind. Oh Gott, wir sind gleich auf. Außer ich verkacke alle Minions, natürlich. Komana. Komm schon. Jawohl. Letzter Auto durch. Wenn das mal nicht traden, ich habe kein Mana. Ich habe ihn gewarnt. Oh Gott. Nein, Botlane 4. Ich glaube, das ist eine Erfahrung. Burger. Oh lol. Okay.
Etablin. Nice. Glaube ich, lass sie zu mir pushen. Na, scheiße. Egal, man könnte mit Leben kommen. Bin vorbereitet, ging das denn ja so? Egal, man könnte aber auch besser gegangen sein. Beides möglich. Dieses Level 6 kann aber, die kann nur Heroic benutzen. Einheits. Okay, scheiße. Unlucky. Unlucky Barrier. Oh Gott. Soll das nicht geflasht ist oder so? Dann war es nicht worth. Na, ja, wir sind Farm Clash auf. Na ja, egal. Ich hab nie wollte. Ich bin auch noch ein Bild ausprobieren von Kindred. AP Kindred. Wird aber nicht klappen. Wobei ich glaube, ich habe mir extra geholt. Da habe ich ein bisschen zu viel Schiss vorher geholt. Ja, Shen ist ein Arschloch. Gibt Shen hier. Shen macht nichts irgendwie. Ist schon ein bisschen glücklich. Aber Shen eigentlich. Obwohl Shen eigentlich relativ gute Gangs hat. Okay, man lucky Team. Ich hab F gedrückt. Ich hab F gedrückt 100 Mal. Alter, wie viel Pech kann ein Mensch bei sich haben? Warum hat er auf einmal so viel Damage gemacht? Als ob er so viel Damage macht. Oh Gott. Okay, ich habe auch vergessen, Pot zu nehmen. Okay, komplett Boost. Fuck es. Oh, scheiße, Mann. Lucky me. Eigentlich war es nur komplette Dummheit. Scheiße, mein Team spielt auch nicht gut. Vor allem eine gefeaturete Arena. Ich glaube, es auch anfangen wollen. Ich meine, 1 gegen 1 gegen Syndra gewinne ich halt locker easy. Nein, auto-tackt man doch. Ich kann es nicht. Das ist Adbox. Nami. Wo ist was mit deiner Promo? Schade. Nein, Potenz auf dem Markt. Fuck. Also die Potenz. Aber da wird Tekken wahrscheinlich bekämpft machen. Also wird wahrscheinlich den Krabbel machen. So wie ich den Jungler kenne. Als ob der den nicht macht. So behindert. Ein Pinkwort, na egal. Ist sogar noch reingedasht, Alter.
Oh nein, letzten zweiten. Da war ein Stick. Und Top Lane wird gefickt. Oh nein. Weiß, beautiful. Ich kann kein Englisch, tut mir leid. Oh, ich habe mit. Ich gewinne mit das 1 gegen 1 gegen Simbel im Chat. Ist so leicht. Also, falls ihr einen Simba-Account braucht, wählt Kindred. Und es reicht einfach ganz normale AD-Carry. Ich meine, ich habe auch nur ganz normale AD-Carry. Und gewinnen gegen einen Syndra. Auf Level 6, lol. Ja, gut, meine Counter, mein Null ist auch ein Counter gegen die Rolled. Den habe ich nochmal, weil wir ja wiederholt. Weil es, den Kill bekommen hat auf Syndra. Nein, wenigstens habe ich einen Assist dadurch. Ah, schön. Und in die falsche Richtung gewinnen wohl. Ja, okay, ist tot. Andere wird hier irgendwo vorbeilaufen, denke ich mal. Yes! Und Freestep Botlane. Also Quamp. Aber also Freestep nicht Hicker mit hinzurennen. Hinrennen. Ja. Jawohl. Alter, warum flamen die sich gegenseitig? Machen die sich schon alle Boosts und dann flamen sich schon mit Esa zusammen. Ich hab die gewarnt. Oh, Leute, sind das Red Buff. Nein. Wie viel Pech kann ich haben? Oh mein Gott.
Nice, ich habe auch fast nur AD gebaut. Ich habe gerade hier einen Zelltech-Speed. Nein. Alter, wie viel Schaden macht denn der? Alter, ich gehe nicht so stark, ne? Der ist dann nur abnormal. Ist ziemlich scheiße. Unser Jungler macht nichts. Unsere Botlane feedet komplett rein. Ja, toll. Hofft man einmal auf die gute Teammates, die dann noch das Game retten und dann. Ich bin ja anscheinend der beste Spieler hier. Er wollte im Feld. Den kann ich jetzt nicht machen. Wenn er nur reinpushen. Ist der verschmiert? Oh ja. Und was muss. Die Sondra glaubt, sie könnte mich 1 gegen 1 in Shop und Ult ab. Also sie hat schon ein Item fertig, oh Gott. Alter, was ist das für eine Hitbox? Jetzt mal ganz im Ernst, das ist so eine fette Hitbox. Macht so viel Schaden. Das ist doch abnormal. Was ist das für ein Champion? Ich kann die Spam, hat eine abnormale Box, hat abnormalen Schaden. What the fuck, man? Alter. Und die Spam hat anscheinend auch keine Mana-Kosten. Ist das für ein Champion-Design? Ich verstehe White nicht. Ich weiß nicht, ernsthaft. Ein Kindred nerven sie nie im Patch. Also fast jeden Patch, aber dauerhaft. Es gibt immer, fast jeden Patch gibt es irgendetwas Schlechtes für Kindred, aber nie etwas Gutes. Nicht mal die Plate of the Ruined King Änderung war gut für Kindred, weil Kindred auf Attack skaliert und nicht mit AD. Ich meine, Lifesteal hilft ja auch kaum. Bleibt sie ist einfach nur da. Oh, ja, jetzt. Bomos-Rover. Was ist das? Ja, da kommt Tegelim. Habe ich gebetet von Plate of the King. Die sind tot.
Dagegen kann ich so nichts tun. Mein Team ist ohne Bad. 184263. 47. Das Schlimme ist, wir haben gegen Syndra gewonnen eigentlich. Aber mein Team muss einen Haufen Scheiße spielen. Oh, Game over. Glaube, ich will zwei Podcasts machen. Die einen hochladen. Damit ihr denkt, in der Promo etwas gerissen habt. Was macht Leona da hinten? Komm schon! Sie ist dumm! Oh, der Push, ich hab keinen Ult. Ja, stirb. Ich weiß, Lacker. Ja, gestorben. Kann es sein, dass der Wolf ein bisschen buggy ist? Vor allem bei mir? Warum ist der Wolf bei mir immer so buggy? Jetzt mal ganz im Ernst. Warum ist bei mir eigentlich überhaupt alles buggy? Ja, okay. Wir haben ein gutes Late Game. Unser Team ist scheiße. Report my team, Alter. Ich will nicht im Bronze bleiben.